Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Feiertag und hoffe, ihr könnt das genießen. Wir beginnen mit zwei sehr wichtigen Meldungen. Marie-Louise lernt Bahnfahren und dem König von England haben Aktivistinnen oder Aktivisten Tiere geklaut. Der König steht unter Schock. Die Großen, die Mächtigen dieser Welt machen das, was sie immer machen, wenn sie nicht weiter wissen. Sie drucken Geld. Ja, und in Deutschland darf noch gefeiert werden bis zum Abwinken. Das ist gut so. Und jeder Deutsche kann sich noch sein Fahrzeug leisten, sein Lieblingsfahrzeug, die freie Auswahl. Hier ist es das Modell Gustav W. mit der ID-Nummer 801440. Wie gesagt, jeder kann nach Herzenslust glücklich werden in diesem Land. Man muss sich auch nicht mehr mit Baukrediten und mit pfuschenden Handwerkern rumstreiten. Häusle bauen ist nicht mehr angesagt. Willkommen in der Bienenwabe. Wir sehen, auf der Welt geht es auch anders. Und das könnten wir bei uns auch einführen. Wir sind ja auf dem besten Weg, diese gottverdammte Industrialisierung hinter uns zu lassen. Wer ist dafür verantwortlich? Wem können wir danken? Natürlich der Ampelregierung und insbesondere diesem Herrn hier, die Dame da an der Seite, die hat vor Jahren schon angefangen, daran zu arbeiten. Unser Robert wird uns auch weiterhin auf die Finger gucken. Er wird öfter mal bei uns klingeln und vorbeischauen, ob wir es auch nicht zu warm haben, ob wir auch unsere warmen Socken und die Handschuhe und die Pudelmütze und den Schal anhaben, wenn wir die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gucken und insbesondere die Statements, die er hier abgibt. Leute, in diesem Sinne, bleibt weiterhin wachsam, geht hinaus, sagt eure Meinung, lasst euch nicht unterkriegen und bleibt ruhig und gelassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen, gut oder negativ, das ist mir egal, bloß nicht beleidigend werden und wenn es geht, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.